So, herzlichen Dank für diese zugewandten Worte. Es berührt einen natürlich und das liegt in der Natur der Sache, denn Erfahrungen sind immer auch Widerfahrnisse. Und ein Fritz Carson-Chair widerfährt einem einmal im Leben. Und ich bin stolz, einer zu sein, dem dieser widerfährt. Wir haben hier, wie Sie schon gesehen haben, von der Technik einiges an Vorbereitungen. Die brauche ich selber jetzt auch noch, bevor wir dann richtig einsteigen in den hier angekündigten Vortrag. Und danke allen, die das ermöglicht haben, die ich jetzt gar nicht einzeln nennen möchte, diese engagierten Diskussionen, die Frau Rüberpfell genannt hat, die habe ich schon zum Teil führen dürfen und freue mich noch auf viele, viele kommende. Ich habe diesen Titel im Nachhinein irgendwie gedacht, ist es nicht zu hoch begriffen zu sagen, eine Neubestimmung des Verhältnisses von Lehren und Lernen, denn wir Wissenschaftler stehen ja immer schon auf den Schultern von dem, was frühere Kolleginnen und Kollegen gemacht haben und ich möchte nicht so tun und werde versuchen, auch einige davon zu referieren, denn das Verhältnis zwischen Lehren und Lernen ist immer schon diskutiert worden. Ich möchte jetzt noch eine Perspektive hereinbringen, die mich seit den ersten Erfahrungen, als mir die Papierflieger von den Schülern entgegengekommen sind, in meinen ersten Unterrichtserfahrungen und so die ersten Kränkungen überwunden werden mussten, die viele Zeit, die ich investierte in die Vorbereitung und dann eben etwas zu kriegen, was ich eigentlich nicht erwartet hatte. Inzwischen wissen wir, das ist etwas, was die längste Entfernung der Welt ist, nämlich das, was in einem Policy Paper, einer wissenschaftlichen Veröffentlichung steht, bis zu dem, was bei den Schülerinnen und Schülern dann tatsächlich auch ankommt. Und ich habe dieses wunderbare Bild, wie mehrere aus dem Deutschen Schulpreis, ausgesucht, denn es zeigt, es ist das ganze Wissen in diesen Büchern, die wir hier sehen, die Schülerinnen und Schüler einen Meter davon entfernt. Und die Distanz, wie dieses Wissen tatsächlich zu den Schülerinnen und Schülern kommt, ist eine enorme. Das werden wir im Laufe dieses Vortrags sehen. Ich versuche das nur am Beispiel Österreich aufzuzeigen. Das ist die Übersicht der Schuladministration, allerdings in einer vereinfachten Form. Jetzt können Sie sich vorstellen, was das bedeutet, wenn tatsächlich ein Erlass, ein Lehrplan oder ein sonstiges Policy-Papier entsteht, wenn es durch diesen Dschungel von Verästelungen kommt. Und alle, die wir hier sitzen, sind eigentlich Agentinnen und Agenten, die diesen Prozess unter Anführungszeichen stören. Oder positiv gesehen, wir nutzen ihn, um ihn anzureichern. Diese Anreicherungen sind aber nicht immer aufeinander abgestimmt. Ich glaube, das erleben Sie sogar hier im nicht so großen Berlin, was jetzt sozusagen die Nähe und Erreichbarkeit oder Distanz zwischen Schulbehörde und Schulen hier vorhanden ist. Und da möchte ich insgesamt auf drei Mythen eingehen. Und das erste, den ersten Mythos haben wir schon gesehen, nämlich die Umsetzung einer Policy ist nicht das Ergebnis einer solchen Verordnung. Und das ist einmal eine wichtige Botschaft, denn wenn tatsächlich ein Lehrplan nicht unmittelbar zu einem Ergebnis führt, da gibt es sehr viele Erosionsprozesse, auf die ich hier im Einzelnen gar nicht eingehen möchte, sondern heute liegt mein Schwerpunkt im Mikrobereich, nämlich dem Unterricht. Wenn wir uns von der soziologischen Perspektive systemtheoretisch das Ganze ansehen, dann kommen wir natürlich zu dem, was Niklas Luhmann genannt hat, ich zitiere, ein System kann nur sehen, was es sehen kann. Es kann nicht sehen, was es nicht sehen kann. Es kann auch nicht sehen, dass es nicht sehen kann, was es nicht sehen kann. Und das ist natürlich ein Dilemma. Ein Schulsystem kann nicht sehen, was es nicht sehen kann. Und dazu braucht es viele Menschen, die dieses Wissen in sich haben. Aber die größte Herausforderung ist, wie kriegen wir dieses Wissen hin? Malte Brinkmann hat schon darauf hingewiesen, Theorie
Praxis. Wie kommt das in der Lehrer- und Lehrerinnenbildung tatsächlich dorthin, dass die künftigen Lehrkräfte das machen, was die Schüler brauchen, die heute noch gar nicht geboren sind? Und das zeigt eigentlich schon die Anmaßung eines solchen Anliegens. Um etwas Erhellung hineinzubringen, versuche ich zunächst einmal, die Schule im Spannungsfeld zwischen gestern, heute und morgen reinzubringen, weil dieses Spannungsfeld uns Tag für Tag, ich habe das an den ungeborenen Schülerinnen und Schülern schon erwähnt, begleitet, nämlich jedes Individuum, das Teil dieser Gesellschaft werden möchte, und dort, wo Schulpflicht ist, wie bei Ihnen in Deutschland, bei uns in Österreich gibt es die Unterrichtspflicht, gibt es einerseits die Vergangenheitsperspektive, die jeder junge Mensch, der in diese Gesellschaft wächst, durch die einzige Institution, durch die alle Mitglieder der Gesellschaft durch müssen, mitkriegen sollen, nämlich das, was bewahrenswert ist, und die Zukunftsperspektive, von der wir nur Vermutungen haben, Projektion haben, wissenschaftliche Erkenntnisse, was passieren könnte. Deswegen sind wir immer im Spannungsfeld zwischen Bewahren und Verändern, und dadurch ist Schule einerseits Ort der Reproduktion und die Schule ein Ort von Transformation. Marianne Gronemeyer, wiederum die Soziologin, und die Soziologen versuchen ja immer strukturell auf das System zu schauen, hat gesagt, die Schule ist eine Hure des Fortschritts. Das, was sie soll, darf sie nicht. Und das ist genau das Dilemma, wie viele Lehrerinnen und Lehrer ich immer wieder höre oder Schulleitungen, die sagen, ich könnte das ja alles machen, wenn nicht immer wieder das Ministerium oder dies oder jenes ihre Intervention sieht oder eine Reform, die nächste jagt und Ähnliches. Und die Ziele von Schule sind als solche selbst ja auch sehr differenziert, wenn wir einerseits die Qualifizierung, die Sozialisierung und vor allem die Subjektwertung, um die es mir hier geht, im Vordergrund steht. Denn für die Qualifizierung, da haben wir ja die Bildungsstandards, die Vergleichsarbeiten und Ähnliches, die versuchen, so zu qualifizieren, damit die Stimmigkeit und Passung im System funktioniert. Rudolf Messner, der sich mit dieser Frage PISA und Allgemeinbildung auseinandergesetzt hat, sagt, durch seine Anlage als Schulvergleichsstudie konzentriert PISA die Bildungsfrage notwendig auf das Produkt schulischen Lernens im Sinne messbarer Leistungen. Die Prozesse des Sich-Bildens, das gesamte Handlungsgefüge schulischen Unterrichts werden demgegenüber sekundär. Und das ist natürlich schon einmal ein großes Dilemma. Und er führt weiter, vieles spricht dafür, dass das Thema der bisherigen PISA-Debatten bei aller Beschwörung des Begriffs nicht wirklich Bildung gewesen ist, sondern dass der Begriff Bildung lediglich als Signalwort benutzt worden ist, um unterschiedlichste Erneuerungswünsche gegenüber dem weithin mit Skepsis betrachteten Ensemble der gegenwärtigen schulischen Lernbedingungen sowie der sie steuernden und unterstützenden Systeme auszudrücken. Eine Situation, die zu einem weiteren Nachdenken über Bildung drängt. Und dazu möchte ich Sie einladen, und zwar hier mit einem Strukturmodell, das im letzten, aktuellsten Band des Research on Teaching der American Educational Research Association herauskommt. Nicht, weil mir diese Punkte hier sehr bedeutsam sind, sondern weil in der vierten Spalte hier der Einfluss auf das Erwachsenenalter viel stärker auch noch profiliert wird, als wir das üblicherweise in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung machen, nämlich als Ziele Gesundheit, Wellbeing, Arbeit, Familie, staatsbürgerliches Engagement. Also dieser Blick in die Perspektive ist mir wichtig, mitzudenken, wenn wir künftige Lehrkräfte ausbilden. Wenn wir die globale Situation anschauen, sind es derzeit vor allem Equity, Chancengerechtigkeit und Exzellenz, also anspruchsvolle Leistung, die in allen Schulsystemen momentan die größten politischen Herausforderungen darstellen, die auch zum Policy Borrowing führen, dass man versucht zu schauen, wie kann ich in den Leistungsvergleichen höher rücken, Stichwort PISA, TIMSS etc., ja. Und andererseits aber dazu beizutragen, wie können wir ein gerechtes System schaffen, damit wirklich alle Schülerinnen und Schüler
in den Genuss unter Anführungszeichen der besten Bildung kommen können. Was ausgeblendet ist und in zahlreichen Ländern bereits Policy-Marker an erster ganz vorne ist, ist Well-Being, nämlich das Wohlergehen, das bei uns noch wenig in der Debatte oder in den Policies steht. Wir haben ja nicht einmal ein Wort dafür, weil Wohlergehen, die einen sprechen von Wohlbefinden, das ist wieder eine sehr subjektive Leistung. Aber es geht darum, das möchte ich auf der nächsten Folie zeigen, Schulen müssen eine Praxis entwickeln, die es allen Schülerinnen und Schülern ermöglicht, hohe Leistung zu bringen und lohnende Leben, ich wiederhole noch einmal, das finde ich ein schönes Wort, lohnende Leben zu führen, lang nachdem sie die Schule verlassen haben. Das ist aus dem World Happiness Report von 2013. Ja. Das ist eine der zukünftigen Perspektiven. Wir haben gesehen, die PISA-Studie hat jetzt schon in ihren Befragungen Resilienz als Thema eingeführt, aber hier hat sich schon das Problem gezeigt, wie kann ich das überhaupt in einem vergleichenden Maße, ländervergleichend vermissen. Deswegen ist für uns, glaube ich, heute die Herausforderung, der langfristige Blick, was ist der bildende Sinn, was ist in Zukunft der Wert des Themas dieser Sache für die Schülerinnen und Schüler, die ich im Unterricht in der heutigen Stunde durchmache. Ja? Nicht zu schauen jetzt bei unseren Studierenden, wie überlebe ich die nächste Stunde, sondern wie für das, was ich hier und jetzt hereinbringe, und deswegen habe ich dieses Vergangenheit-Zukunftsmodell hereingebracht, um zu schauen, was ist der Wert für lohnendes Leben in 5 Jahren, in 10 Jahren, in 20 Jahren und möglicherweise darüber hinaus. Ich habe einmal kurz zusammengestellt in 50er Abschnitten Unterricht, ein Bild, das wir wohl alle kennen aus der Geschichte der Pädagogik, aufgenommen um 1900. Das nächste, 1950, das ist etwas unscharf, denn das ist aus der New York Times und das war die Zeit, als gerade die Flugzeuge en vogue geworden sind und da kam die Idee auf, man kann dadurch den Geografieunterricht revolutionieren, denn ich sehe plötzlich alles von oben auf, nicht mehr nur wie die Sandkasten früher in der Grundschule, wo die Helikopterperspektive noch viel höher geht. Aber wenn man sich das Bild genau anschaut, dann sieht man, hier ist wieder ein kleines Klassenzimmer abgebildet. Vorne hat diese Lehrperson einen Globus abgebildet, der Zeigestab führt dorthin. Und wiederum 50 Jahre später in Innsbruck eine Evaluation einer Laptop-Klasse. Sie sehen die Ähnlichkeit der Strukturen, die sich hier abbilden. Und ich habe die Lehrpersonen gefragt, warum diese Computer geschlossen sind, weil die ja anstatt des Lehrbuchs diese Notebooks verwenden. Und dann sagt sie, wenn die diese Notebooks öffnen, dann verliere ich die Schüler in die ganze weite WW-Welt. Und hier zeigt sich wiederum das Dilemma, die weite Welt muss draußen bleiben, das Klassenzimmer ist der Ort. Was heißt das? Schaffen wir da etwas nicht? Überholt uns die Realität? Ist das Innovation, Modernisierung, Transformation? Auf jeden Fall ein gleichbleibendes Muster. Daher als zweiter Mythos im Bildungssystem, Entwicklung wird oft als Ergebnis von Implementation gesehen. Ja? Einführung von Laptop-Klassen, Einführung von Whiteboards und Ähnlichem, das heißt noch lange nicht, dass sich deswegen die Bildung als Perspektive verändert oder sich der Unterricht in anderer Form zeigt. Wir haben vorher zum Einstieg gehört, die längste Distanz der Welt, dann gibt es aber auch die längste Distanz in der Schule. Und die ist vom Lernen der Lehrkräfte bis zum Lernen der Schülerinnen und Schüler. Und darauf möchte ich im nächsten Abschnitt eingehen. Und einmal darauf hinweisen, was üblicherweise so in den klassischen Didaktikveranstaltungen vermittelt wird oder was man immer wieder als Forderung hört, die Lehrperson soll die Schülerinnen und Schüler dort abholen, wo sie gerade stehen. Käthe Meyer-Trawe hat anlässlich eines Innsbrucker Aufenthalts gesagt, und da zitiere ich sie,
Schülerinnen und Schüler sollen dort abgeholt werden, wo sie sind. Diese Parole geistert schon seit einiger Zeit durch die didaktische Landschaft. Sie findet viel Zustimmung, sind mit ihr doch Reformenthusiasmus, Schülernähe, Empathie und pädagogischer Einsatz verbunden. Sehen wir einmal davon ab, dass es auch etwas Bedrohliches hat, genau zu wissen, wo jemand anderes steht. Wenn dieser uns seinen Ort nicht preisgeben kann oder will, so bleibt doch die Frage, ob es überhaupt möglich ist, den Schüler an der Stätte seiner Erfahrungen zu empfangen. Und ich glaube, gerade wenn wir jetzt die letzten Jahre hernehmen mit diesen Menschen auf der Flucht, wie wollen wir solche Menschen dort abholen? Es wäre ja direkt anmaßend zu glauben, und wir haben ja auch gesehen, anfangs mit welchen DAF- und DATS-Büchern gearbeitet wurde, die einfach ich bin Max, du bist Monika, da spielt sich das ja schon im Spiegel ab, wie problematisch das ist. Daneben, die Lehrperson soll schülerorientiert arbeiten, den Schüler in den Mittelpunkt setzen, kompetenzorientiert unterrichten etc. Hier sind wir beim dritten Mythos, nämlich dass Lernen das Ergebnis von Lehren sei. Ich möchte jetzt ein Beispiel, und ich verwende einfach hier ein Zitat von Viata, aber ich könnte jetzt viele Didaktiker nennen, der hier zum Beispiel sagt, Unterrichten und Lernen sind zwei Zugänge zum Erwerb von Kenntnissen, Fähigkeiten, Fertigkeiten, Einstellungen und Verhaltenswerten in der Weisen in der Institution Schule. Ich wiederhole, sind zwei, in meinen Worten, getrennte Zugänge. Unterrichten betrifft die Perspektive des Lehrers über ausgewählte, mit Zielen versehene Lehrinhalte und unter Verwendung geeigneter Methoden und Medien beim Schüler entsprechendes Lernen auszulösen. Lernen ist die Perspektive des Schülers und meint seine aktive Auseinandersetzung mit den ausgewählten Lerninhalten. Und das ist exemplarisch für die meisten Didaktiken. Es gibt eine Lehrseite und es gibt eine Lernseite. Das sind zwei voneinander getrennte Herangehensweise, wie wir hier gesehen haben. Dadurch sehen die meisten Modelle so aus, Lehrern, es gibt einen Input oder, wie man das in moderneren Didaktiken liest, ein Angebot. Andreas Helmke hat damit begonnen, das wurde weitergeführt. Damit soll eine Unterrichtsvorbereitung und eine sogenannte Inputsteuerung dazu sorgen, dass im Unterricht das passiert, das dann das Ergebnis bringen soll, das die Lehrerinnen und Lehrer oder der Lehrplan erwartet. Daraus soll dann ein Output bzw. beim Angebot eine Nutzung erfolgen über eine Umsetzung und Ergebnissicherung. Wir haben uns das einmal angeschaut, in dem von Kollege Brinkmann erwähnten Band, wo wir versucht haben, solche Unterrichtssituationen eines unter Anführungszeichen modernen Unterrichts genauer anzuschauen und haben dazu eine Form gefunden, die wir Vignette nennen. Darunter ist Giertz, würde das eine Thick Description, also eine dichte Beschreibung nennen, der primären protokollierten Erfahrungen im Feld, aus denen wir dann prägnante, nicht präzise, sondern prägnante Erzählungen machen. Van Manen spricht von Anekdoten gelebter Erfahrung. Und Arrighetti sagt, das ist eine kurze Erzählung eines tatsächlichen Ereignisses, welches an sich nicht sonderlich bedeutsam, doch geeignet ist, große Bedeutung anzunehmen. Ja. Wir haben eingangs von Malte Brinkmann ja schon so eine kleine Anekdote gehört, die das alles in einer dichten Form zusammenbringt. Und wir haben diese Form gewählt, und hier wird es, wie schon angekündigt, dann ohnehin am 4. Mai noch ausführlichere Workshops geben, darum werde ich heute hier nicht weiter eingehen, aber eine solche Vignette vorstellen. Ja. Das ist die Klasse anlässlich der Einführung einer bei uns neuen Mittelschule. Das entspricht dem, was in Deutschland als Gemeinschaftsschulen, Stadtteilschulen und Ähnliches wie diese neuen Schultypen im Sekundarstufenbereich 1 bzw. darüber hinaus anschauen.
Und das ist eine dieser Klassen und es geht um Lenny, das ist der Schüler, der mit dem Rücken hier zu uns steht. Ich zitiere aus dieser Vignette. Heute gibt es in der Mathestunde ein Laufdiktat mit 4 verschiedenen Problemen, welche die beiden Lehrpersonen im Zimmer aufgehängt haben. Ich muss dazu sagen, in diesen neuen Mittelschulen wurde Teamteaching, sodass in bestimmten Fächern 2 Lehrkräfte drin sind. Ja. Nach der Erklärung geht es los. Die Schülerinnen und Schüler laufen hin und her zu den Aufgaben, versuchen sich die Informationen zu merken und das Problem in ihrem Heft bei ihrem Arbeitsplatz zu lösen. Manche bleiben im Stehen, damit sie schneller sind und rasen hin und her. Andere arbeiten langsamer. Ein Schüler hat zufällig mit einer schwierigen Aufgabe angefangen und ist bereits mehrmals hin und her gelaufen. Er ist angespannt und sagt verzweifelt, dass er es nicht kann. Sein Frust steigt. Er scheint paralysiert zu sein, kurz vor dem Explodieren. Eine Lehrerin versucht, ihn zu beruhigen und zu ermutigen. Aber das kann ich nicht, sagt er. Sie gibt ihm einen Tipp und sagt ihm leise, er soll es wieder versuchen. Unwillig geht er wieder zur Aufgabe an der Tafel hin. Die Lehrerin verlässt seinen Tisch. Das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Er kommt zu seinem Schreibtisch zurück und radiert hektisch. Du kannst das nicht, du kannst das nicht, du kannst das nicht. Er schimpft mit sich selber, weil er sich nichts merken kann und marschiert verärgert wieder zur Aufgabe hin. Du kannst das nicht, du kannst das nicht, du kannst das nicht. Du bist zu blöd, du bist zu blöd. Ein Scheiß, es ist ein Scheiß. Ja, eine an und für sich moderne didaktische Form, Laufdiktat, um so diese neuen hirngerechten Formen des Kurzzeitgedächtnisses einzubauen. Der Schüler scheitert daran. Meyer-Drawe, ein Zitat dazu, permanente Kontrollen gelten nicht dem, was man ist, sondern dem, was man sein sollte. Das heißt, sie erzeugen die flexibel angepasste Persönlichkeit unter dem Vorwand von Individualisierung und Selbstbestimmung wird ihre Intimität liquidiert. Und ich glaube, das ist etwas, und darauf möchte ich noch tiefer eingehen, was wir viel zu wenig berücksichtigen. Und Anne-Dore Brengel hat ja schon sehr ausführlich in ihren Forschungen immer über Beschämung im Unterricht gebracht. Aber dass wir die Individualisierung, die ja genau die Selbstbestimmung und Befreiung bringen soll, dazu führen, dass genau das Gegenteil passiert. Das hat uns damals in diesem Forschungsprojekt sehr berührt. Allerdings darf man nicht so überrascht sein, denn zu meiner Studienzeit kam das Buch von Postman und Weingartner heraus, Teaching as a Subversive Activity. Und Teaching is always a Subversive Activity, weil sie einfach neue Denkräume schafft, die nicht steuerbar sind. Und Schulman, ein bekannter amerikanischer Pädagoge, sagt, Teaching is impossible. Da ist jetzt aber guter Rat teuer, wenn wir Lehrerinnen und Lehrer ausbilden sollen, wenn das tatsächlich unmöglich ist. Viele sagen ja auch, dass Lehrersein ein unmöglicher Beruf ist, aber trotzdem, wir brauchen ihn. Deswegen ist auch nicht überraschend, dass John Hattie viel zitiert sagt, warum können sie sich nicht ändern? Damit meint er Lehrpersonen, Bildungspolitiker, Lehrerbildner und oft auch Eltern. Und er sagt, wenn man die Brille der Lehrperson so ändern kann, dass sie das Lernen mit den Augen ihrer Lernenden sieht, wäre dies schon ein exzellenter Anfang. Jetzt kann man natürlich nicht durch die Augen einer Schülerin oder eines Schülers sehen, schon gar nicht eines, dessen Herkunft, Hintergrund ich gar nicht kenne, der mir fremd ist. Aber es ist zumindest ein Versuch, in dieser Metapher diese Perspektivenwechsel aufzuzeigen. Klaus-Otto Scharmer, ein Deutscher, der am MIT in den USA lehrt und sich mit der entstehenden Zukunft auseinandersetzt, sagt, see the seeing, schau doch genau hin, was dein Blick, deine Wahrnehmung überhaupt auslöst und wo die Energie hingeht. Und ich habe lange überlegt, wie kann ich dorthin kommen und das hat auch den Titel meines Vortrags geprägt, nämlich
Lernseits von Unterricht zu sprechen, und das möchte ich im Folgenden argumentieren, warum. Nicht, weil es mir darum ging, ein neues Wort einzuführen, sondern weil ich gemerkt habe, dass mit Schülerorientierung, Schülerzentrierung eigentlich nicht das gedacht war, was ich eigentlich darunter verstanden hätte. Also einen Musterwechsel, das Lehren vom Lernen her zu erfahren, das braucht einerseits eine Sensibilität für die entstehende Zukunft und nicht das, was ich schon weiß, in die Zukunft projiziere. Es braucht die wissenschaftliche Reflexivität, um tatsächlich auch nicht sich nur in einer subjektiven Theorie zu bewegen. Es braucht ein Zielbild wünschenswerter Zukunft, denn wir wissen ja, die Vision ist das Bild einer wünschenswerten inneren Zukunft. Und ich brauche eine entwicklungsoffene Perspektive, damit ich nicht nur glaube, das, was ich für richtig halte, muss für die Schülerinnen und Schüler auch das sein, was sie erfahren sollen. Das sind die vier Prämissen, die für mich hier für diesen Musterwechsel bedeutsam sind. Und dann stellt sich aber zunächst einmal die Frage, woher wissen wir, was Schülerinnen und Schüler lernen? Und noch schwieriger, wie Schülerinnen und Schüler lernen. In der pädagogischen Psychologie, in Lerntheorie, wir kriegen Antworten aus der Theorie dafür. Aber wenn jetzt Uzmir vor mir sitzt oder die Franziska, für sie alle sind anders. Wie kann ich wissen, wie sie lernt? Und da bin ich wieder beim Thema, dass wir eigentlich nur das Ergebnis haben. Dennis de Menis war zur Zeit meiner Jugendzeit eine Kultfigur, und der hat einmal gesagt, the trouble with learning is that it's always about something that you don't know. Klar, weil wenn ich schon wüsste, dann bräuchte ich es ja nicht zu lernen. Und dann stellt sich die Frage, wie kommt das Neue ins System, kommt das Neue zum Menschen? Und Ich möchte hier zwei Zitate bringen, Beispiele, die zeigen, wie solche bildende Erfahrungen bei Menschen gewirkt hat. Der eine ist André Heller, ein österreichischer Künstler, den vielleicht möglicherweise einige von Ihnen kennen. Zitat: Im ersten Volksschuljahr war ich einmal krank. Ich lag in dem warmen Esszimmer, weil mein Kinderzimmer auf Geheiß des Vaters nicht beheizt werden durfte, damit der Bub ja nicht verzärtelt wird. Ich hielt das Buch Hatschi Pratschis Luftballon in der Hand und las laut einige Sätze. Plötzlich hatte ich die Eingebung, dass ich ja auch leise lesen könnte. Dieser Erkenntnismoment war einer der ganz zentralen Augenblicke meines Lebens. Mir wurde schlagartig bewusst, dass es in unserem Universum gewisse Geheimfächer und Trostorte gibt, die sich als Bücher tarnen. Bald darauf machte ich mich auf die Suche nach dem großen Sprachschatz, der mir die Möglichkeit bot, einen funkelnden Reichtum anzuhäufen, der nichts kostete außer Zeit. Heinz von Förster, einer der vielen Österreicher, die zur Zeit des Faschismus unser Land verlassen mussten, wurde dann in den USA einer der Begründer des sogenannten Konstruktivismus, sagte einmal: Lernen ist das Persönlichste auf der Welt. Es ist so eigen wie ein Gesicht oder wie ein Fingerabdruck, noch individueller als das Liebesleben. Wenn dem tatsächlich so ist, dann glaube ich, wird auch deutlich, was das für eine Herausforderung ist, in eine intime Situation eines Lernprozesses Einfluss zu nehmen. Gaston Bachelard sagte, auch ein kleines Widerfahrnis im Leben eines Kindes ist die Erfahrung seiner Lebenswelt. Für das Kind also eine Welterfahrung. Ja. Übrigens hier unsere Tochter, als sie klein war, damals in Australien, und sie ist Mathematikerin geworden. Ich weiß nicht, ob sie damals schon begonnen hat, so irgendwie sich mit Mengen auseinanderzusetzen. Aber das sind die Widerfahrnisse im Kleinen, die unglaublich viel bedeuten können. Helmke, den ich schon genannt hatte, mit seinem Modell Angebot-Nutzung,
schreibt in seinem Unterrichtsqualitätsbuch schon viele Auflagen. Zitat: Unterricht wird ja nicht von Variablen veranstaltet, sondern von Personen, die jeweils ein individuelles Gesamtmuster unterschiedlicher Facetten repräsentieren. Diese personale Ganzheit gerät leicht aus dem Blickfeld. Deshalb sollte der variablenorientierte Forschungsansatz durch einen personenzentrierten Ansatz ergänzt, wohlgemerkt nicht ersetzt, werden. Also auch die, die sehr stark auf diese variablenorientierte Forschung setzen, sagen, aber es braucht noch etwas, das können wir nicht erfassen, da müssen wir stärker näher an die Person herankommen. Hier noch einmal den schon zitierten Messner, der Rudolf Messner, der sagt, auf theoretischer Ebene sind damit allgemeine Didaktik und Lehr-Lernforschung aufgrund ihrer unterschiedlichen Betrachtungsweisen in eine ambivalente Beziehung zueinander geraten. Auf der einen Seite die qualitativ reichhaltige sinnliche Vergegenwärtigung von Phänomenen, ihre handlungs- und subjektnahe Konzeptualisierung und ihre theoretische Deutung aus großräumigen gesellschaftlichen, kulturellen und sozialen Kontexten. Und auf der anderen Seite die Zurichtung von Schul- und Unterrichtspraxis unter der Ambition, Wirkungswissen zu gewinnen, mit ihrer Tendenz zu einer immer facettenreicher in die Mikroprozesse des Geschehens vordringende Theoretisierung. In einem solchen Prozess finden wir uns derzeit auch sehr stark, wenn Sie sich die Forschungsliteratur anschauen. Deswegen habe ich begonnen zu suchen und bin dann bei der räumlichen Metapher Lernseits gelandet. Und zwar deswegen, weil ähnlich wie bei Diesseits und Jenseits, bei einem Fluss zum Beispiel, immer beides erforderlich ist. Ich kann das eine ohne das andere nicht haben. Ja? Um aufzuzeigen, was im Unterricht als subjektives Ereignis für jede und jeden einzelnen Lehrpersonen wie Schülerinnen und Schüler im Möglichkeitsraum Schule geschieht. Ich kann das eine ohne das andere nicht denken und gar nicht, wie vorher angedeutet, aufgrund eines beispielhaften Zitats, dass das zwei getrennte Aspekte sind, sondern die sind immer unzertrennlich. Schauen wir uns dieses Bild an. Wo beginnt das Lehren? Wo beginnt das Lernen? Wer beeinflusst hier wen? Ja, es hat immer ein Lehrseits, Lernseits. Das ist ein responsives Geschehen, wie wir das zu bezeichnen versuchen. Ich versuche mit meinen Studierenden das immer am Beispiel einer Euromünze aufzuzeigen. Und sage, schaut, jeden Tag verwendet ihr diese Währung. Bei jedem Einkauf, bei jeder Gelegenheit wisst ihr genau, was es braucht, was kostet es. Ja? Lernseits muss ich fragen, was ist auf der Rückseite? Ich kann es nicht wissen, denn es kann sehr unterschiedliches sein. Und genau so ist es auch im Unterricht. Ja? Wenn ich nicht bei jedem einzelnen Schüler, bei jeder einzelnen Schülerin hinschaue, hinspüre, herausfinde, wie, was so und nicht anders läuft. Ansonsten ist die große Gefahr, wie wir es bei Lenny gesehen haben, dass er trotz Individualisierungskonzept oder vielleicht gerade deswegen scheitert. Und jetzt stellen wir uns vor, innerhalb der Europäischen Währungsunion gibt es ja ohnehin noch eine überschaubare Menge, die man wissen. Aber wenn ich Ihnen jetzt eine Münze zeige, die etwa aus Monaco kommt, aus San Marino oder Vatikanstaat, haben Sie vielleicht noch nie in der Hand gehabt und wüssten gar nicht, was ist hier hinten oben. Ne? So ähnlich ist es mit den Schülerinnen und Schülern. Und noch dazu, wenn sie dann aus Ländern, Kontexten, Kulturen kommen, wo wir keine Ahnung haben und dann noch fluchttraumatische Erfahrungen haben. Eine zweite Metapher, die ich verwende, ist diese Wippe. Denn die Lehrperson hat immer das Wissen und deswegen ist das ganze Gewicht auf der Lehrseitigkeit. Der Lehrer fragt, Schüler antworten, Lehrer sagt richtig oder falsch. Ja, das ist sozusagen das erforschte weltweite Muster von Unterricht.
Und die Frage ist, wie können wir es schaffen, mehr Lernseitigkeit in die Situation zu bringen? Natürlich hat aufgrund der Ausbildung die Lehrperson mehr Gewicht. Ja? Und alle, die Kinder haben und wissen, wie schwer das ist, auf der Wippe tatsächlich jetzt zu schauen, dass das Kind jetzt tatsächlich auch mal nach unten kommt, da muss man schon alles Mögliche anstellen, in die Höhe springen, nach vorrutschen oder was immer machen. Ja? Geht gar nicht so einfach und so ähnlich ist es auch im Unterricht. Wenn Studierende oder Lehrende fragen, wie mache ich das dann überhaupt, dann sage ich, ja, ein Beispiel, das ist sehr schnell gemacht. Einmal in der Stunde eine Frage zu stellen, wo ich selber die Antwort nicht weiß. Dann kippt das Ganze und Sie werden überrascht sein, wie sich plötzlich auch die Unterrichtssituation verändert. Denn jetzt gibt es nicht mehr die Person, die weiß, was richtig ist und überprüft, dass dann auch die richtige Antwort erfolgt. Die Lehrperson in dieser Vignette hat immer wieder versucht, den Lenny zurückzuholen und sagt, versuch es halt noch einmal, ja? Immer wieder auf dieselbe Spur und Bahn zu bringen. Deswegen, lehrseits, lernseits ist immer in einer Spannung und sie entsteht über Dialog, Responsivität und Resonanz. Dieses Bild kennen Sie wahrscheinlich aus Berlin, jedenfalls habe ich es beim letzten Aufenthalt hier mitgenommen, weil es sehr schön ausdrückt, was hier lehrseits, lernseits mit sich bringt. Ich habe vorher schon gesagt, das ist ja nicht alles neu, was ich sage. Mit anderen Worten, beispielhaft Jakob Muth, der gesagt hat, im Zitat, im ganzheitlichen Lesen muss sich der Lehrer immer wieder der Ereignishaftigkeit des Lernens stellen, weil das methodische Vorgehen, das vom Lesen und der Natürlichkeit der Sprache her bestimmt ist, immer wieder neu mit der Irregularität des Lernprozesses, so wie er sich im Kinde abspielt, synchronisiert werden muss. Er spricht von synchronisieren, ich spreche von responsiven Dialog. Ein ständiger Handlungsdialog zwischen Lehrer und Kind bestimmt das ganzheitliche Lesen. In ihm fängt der Lehrer auf, inwieweit sich das Lesen dem Kinde ermöglicht hat. Von da aus intendiert er aus dem Augenblick heraus neue Maßnahmen. Ja? Und nehmen wir jetzt die Welterkenntnis von André Heller, ob mit diesem Ansatz überhaupt die Möglichkeit gegeben war, dazu zu kommen. Möglicherweise ist in der Schule immer nur gefragt worden, laut zu lesen und nicht leise. Waldenfels sagt, die Fremdheit des anderen überkommt und überrascht uns. Sie stört unsere Intentionen, bevor wir sie auf diese oder jene Weise verstehen. Das heißt, das ist auch schon ein präreflexiver Prozess. Das heißt, wir sind immer schon in Zuschreibungen. Und das ist auch so wichtig, glaube ich, in der Lehrerbildung, sich mit diesen Zuschreibungen, die nicht nur reflexiv, sondern präreflexiv stattfinden, die wir einfach auch leiblich als Erfahrungen selber mitbringen. Die schon zitierte Kettemeyer-Trawe. Dieser Zustand der Schwebe markiert den Anfang des Lernens. Das Neue wird noch nicht verstanden, dem Alten wird nicht mehr getraut. Wer wollte schon freiwillig in eine solche unbequeme Lage geraten? Welche Lehrperson möchte in die Lage geraten, selbst nicht die Antwort zu wissen? Das braucht schon eine gewisse Souveränität, damit auch umgehen zu können. Viktor Frankl, der Begründer der Logotherapie, der damals ja, wie er sagt, aufgrund seiner Vision, seiner Haltung, das KZ überlebt hat, sagt, zwischen Reiz und Reaktion gibt es einen Spielraum. Wie wir diesen Spielraum nutzen, liegt in unserer Macht. In unserer Handlung liegen unsere Entwicklung, unsere Freiheit. Und darum geht es meines Erachtens in der Lehrkräftebildung. Wie können wir das, was die Engländer Agency, im Lateinischen Agens, dieses innere Handeln, diesen Raum zu nutzen, den Möglichkeitsraum zu öffnen und zu erweitern, nutzen. Um das wieder im Hinblick auf meine Lernseitigkeit darzustellen. In Lehrseits liegt die Aufgabe für die Schülerinnen und Schüler ist im Fokus. Die Aufmerksamkeit auf der gelingenden Umsetzung von Planung. Und bitte missverstehen Sie mich nicht.
Für mich heißt nicht, lehr seid's schlecht, lern seid's gut, sondern die sind immer wieder verbunden. Die Frage ist, wie balanciere ich auf dieser Wippe das aus? Lern seid's, geht es um die Auseinandersetzung der Schülerinnen und Schüler mit der Sache, der den oder den Personen, der Person, die im Fokus ist. Den Schüler haben immer mit einem Gegenstand oder mit einer Person zu tun. Und hier liegt die Aufmerksamkeit auf der entstehenden Zukunft. Ja. Und dieses Sensibelsein, Hinspüren, was braucht das momentan, jeder Einzelne, das ist die hohe Herausforderung. Wir sprechen lehrseits von der Individualisierung, das ist momentan ja ein Omog-Thema. Lernseits spricht man von der Personalisierung, so ähnlich wie in der Medizin ja auch von Personalized Medicine die Rede ist, weil man gemerkt hat, bei einem Symptom kann ich nicht einfach allen dieselbe Medikamente verschreiben, denn da muss ich schon sehr genau schauen, was sind die Besonderheiten jeder einzelnen Person, was verträgt sie und so weiter und so fort. In einem, dieses Bild hat eine Grafikerin eines aktuellen Büchleins, das wir hier für die Lehrerbildung geschrieben haben, um sozusagen die Grundprinzipien einer lernseitigen Orientierung und personalisiertes Lehren und Lernen herauszubringen. Dieses Bild symbolisiert, was wir in dieser Vignette gesehen haben. Ja, das didaktische Dreieck ist im Prinzip auseinandergebrochen. Die Lehrerin war gefangen in ihrem Konzept dessen, wie sie sich vorgestellt hat, wie dieses Laufdiktat funktionieren soll, und hat immer den Schüler wieder versucht, dorthin zu bringen. Sie hat es nicht geschafft, hinzuspüren. Kann man natürlich auch nicht, wenn man didaktisch ein so enges Korsett mitbringt. Daher, Waldenfels, legen wir beim Lehren das Gelingen des eigenen Tuns in fremde Hand, was aus meiner Sicht sehr schön formuliert ist. Käthe Meyer-Drawe sagt, die Resonanzfunktion des gemeinsamen Handelns und Sprechens gründet darin, dass es Antworten ermöglicht, die es selbst nicht parat hat. Also dass Schülerinnen und Schüler als Lernende etwas Möglichkeiten erhalten, finden, siehe André Heller, die sie vorher gar nicht vermutet hätten, aber auch die Lehrkräfte selber diesen Möglichkeitsraum eröffnen, dass sie den Schülern mehr zumuten und zutrauen, als sie ihnen überhaupt tatsächlich zumuten würden. Und noch ein Zitat, als Unterrichtende lenken wir die Blicke, wecken wir das Begehren nach Wissen. Als Lehrende bereiten wir einen Boden, auf dem wir den Lernenden, sie uns und sie sich untereinander begegnen können. Und die Resonanz aus lernseitiger Perspektive hat drei wichtige Aspekte. Aus der Perspektive der Lernenden, gilt aber für jede Partnerschaft, kann man also auch zu Hause ausprobieren, werde ich so wahrgenommen, wie ich bin, oder wie mich die Lehrperson haben möchte oder mein Partner, meine Partnerin haben möchte. Zweitens, erhalte ich die Rückmeldung zu einer förderlichen Entwicklung. Das heißt aber nicht, dass ich nur das Schöne herausstreichen soll, sondern durchaus auch zeigen, was die Schwächen sind. Aber entwicklungsorientiert. Und drittens, das finden wir leider bei uns oft viel zu wenig, wird mir das zugetraut. Und ich glaube, wir trauen Schülerinnen und Schülern uns gegenseitig auch viel zu wenig zu und muten ihnen auch zu wenig zu. Dadurch können sie oft gar nicht darauf hinauswachsen. Ich habe eine Dissertantin, die aus den USA kommt, die hat gesagt, in der Grundschule, bei ihnen war es Prinzip, jedes Kind muss jeden Tag einmal stolz sein können auf etwas, was es erreicht hat. So wie Vashti hier in diesem Film, ja. Jeden Tag einmal stolz sein können auf etwas. 5-mal die Woche, 30-mal im Jahr, 30 Wochen im Jahr, das die ganze Grundschulzeit hinaus. Das ist ein resilienzförderndes Unternehmen. Ja. Bei uns erlebe ich sehr oft, die jungen Menschen heimkommen
mit dem, was sie nicht können, was sie noch mehr üben müssen, weil sie es eben nicht können. Ja. Daher die Frage, um wieder stärker in unseren Lernbegriff zu kommen. Es geht um einen Widerfahrenscharakter, der sehr schön zu sehen war in diesem Film. Entzieht sich in Beginn und Vollzug. Man weiß nicht, wo fängt das Lernen an? Wo findet es tatsächlich statt? War es die Unterschrift, die Vashti gemacht hat? Oder war es das Bild, das dann an der Wand gehangen ist? Aber es war auch Voraussetzung, dass die Lehrerin hingespürt hat, was braucht Vashti hier? Und ist dann nur von den Ergebnissen her bestimmbar, messbar und quantifizierbar. Ja? Wie man dann gesehen hat, wenn plötzlich Ausstellung stattfindet und Ehrung und Wertschätzung. Wir haben hier in unserer Forschungsgruppe Lernen als bildende Erfahrung bezeichnet, in der eine Person von der Welt in Anspruch genommen wird, darauf als etwas respondiert und in der Welt wirkmächtig wird. Ich werde Ihnen diese Definition noch etwas länger zumuten, vorher aber noch darauf eingehen, was Waldenfels sehr schön formuliert hat. Er spricht von einem symbolischen Überschuss, der in Biografien von Kindern enorm vorhanden ist und oft sehr viel zu wenig genutzt wird für Bildungsprozesse. Das heißt, wir haben hunderte, tausende Möglichkeiten, in jeder Situation zu intervenieren. Und wie oft engen wir diese Perspektive aber aufgrund eines didaktischen Kalküls ein, anstatt den Möglichkeitsraum zu eröffnen, der eigentlich lernseits gegeben wäre. Und ich möchte Ihnen abschließend jetzt anhand einiger Bilder noch einmal diese Definition mit unterschiedlichen Situationen aus dem Deutschen Schulpreis Erfahrung näher bringen. Ja, um Sie auch etwas wieder aus der emotionalen Erfahrung herauszuholen, noch zwei Schlussworte. Eines, das ich Lawrence Stanhouse verdanke, einem bekannten Curriculumentwickler, der sehr viel mit Schulen gearbeitet hat, der sagt, es sind Lehrerinnen und Lehrer, die schlussendlich die Welt von Schule und Unterricht verändern werden, indem sie sie verstehen, das als Leitgedanken für die Gestaltung von Lehrkräftebildung. Und Rudolf Messner, der auch in Innsbruck an unserem Institut seine ersten Jahre verbracht hat, es braucht noch viel Nachdenken
über Bildung. Und ich freue mich, dass ich in den nächsten Wochen und Monaten mit Ihnen gemeinsam dieses Nachdenken weitertreiben kann. Und darauf freue ich mich. Und ich hoffe, dass ich Sie auch zum Nach- und Weiterdenken geführt habe. Dankeschön.